Meine Pipi im Mund nehmen, dann kommt aus. Warum meinst du die gerne machen? Komm. Wenn die Leute auf der Straße sind, sagen die nicht Pai. Feier mich machen, will der nicht so wie du. Engelsgesicht und King, oh, ich habe mal eine Frage an euch beide. Habt ihr schon mal so einen Kuck auf euer Gesicht draufgeklatscht bekommen? So Ching, Ching, King, oh, Engelsgesicht und King, oh, stecken dir Fingers in den Po. Hast du recht, hä? Rudi, jetzt nehmen die beiden sich zusammen. Hast du recht, jetzt haben die beiden sich zusammengenommen gegen mich. Gleich ich und oh gegen Engel. Freakshow, Amunaro. Hey, Dudi, was mit dir überhaupt? Du genießt das Ganze, Amunaro. Was soll denn der Scheiß, du Gott verrennt? Das Problem ist, Harun nimmt mich nicht für voll. Mit O habe ich keinen Streit und du bist mein Bruder, Wallah. Nein, aber Dudi übersetzt, ne? Dudi bedeutet, wie kommst du auf Dudi, Dudi? Dudi übersetzt bedeutet auf Arabisch Insekt. Eigentlich was anderes, aber es ist okay. Dieser Insekt soll bei dir in Gott reingehen. Das Insekt kommt doch schon aus Haruns Hintern raus. King O, auf jeden Fall King O, ich sag dir ehrlich, Wallah, Wallah, Respekt und Wallah, ich zieh dir den Hut vor dir, dass du dich traust, dich mit Engel auf TikTok anzulegen. Alter Schwede, Wallah. Ja, dieser Alkoholiker, der zum Mann kommt. Bruder, Wallah, ich sag dir ehrlich, Engel ist nicht mal aufgewärmt. Er ist nicht mal 10%. Wallah, wenn er in Rage ist, Bruder, Wallah, du löschst deinen TikTok. Bei Allah. Ja, hat er dir einen Gött gegeben, aber warum sagst du das halt eigentlich? Alter, Maul, Junge, ich hab ihn live to live gesehen, er hat es so selber mit mir gemacht, er hat es mit jedem gemacht. Ich hab den live gesehen, wie ein Kalb zu mir so mit Hand. Ich rede von TikTok, nicht Face-to-Face, von TikTok. Aber wir reden von Face-to-Face. Ja, Bruder, Face-to-Face wissen wir alle, Bruder. Jeder muss sein eigener Mann stehen, Face-to-Face. Ja? Was für Mann stehen, denkst du, die King O ist in alleine, würde sich niemals Hannover das so trauen. Das Einzige, was er Face-to-Face macht, 30 cm ohne Kopf, Handy, Jarak. Das kann er bis zum Anschlag nehmen. Das einzige sein Talent, seine Gabe. 100%, der hat bestimmt auch so mal, ohne Zähne, so Gebiss. Guck mal, wenn ich mit dir fertig bin, Engelsgesicht, dann brauchst du nicht mehr so viel reden, weil dann bist du mit deinem Kopf unten an deinen Gött. Du mit deinem übergewichtigen Göbek Super Mario Busfahrerkörper, hockst in einem Busfahrerkörper drin, gefangen in einem Busfahrerkörper, kannst dich nicht mal bewegen, willst mir bedrohen, Junge? Welche Busfahrerkörper? Guck mal, Harun, Körper. Du Zellengenossen. Du hast sogar mehr Äpfel wie Dilo. Hängen die auch? Harun, Wallah, bei dem kann man gut in Äpfel ein Ding machen, ne? Aber Engel, ganz ehrlich, bau doch dein. Versuch doch wieder, also was heißt, du bist ja immer noch gehypt, aber versuch doch noch mehr so neues Dings auf King O einfach zu. Er ist vergessen, der Morgen ist ja Vergessene. Bruder, ich sag mal so, momentan läuft viel besser mit Rocky, 3.000 wie 4.000 Zuschauer, Leute feiern das mehr, kein Stress, nichts. Vielleicht später mal mache ich sowas wieder mal mit. Aber jetzt momentan läuft es so besser, Wallah, 3.000, 4.000 und keine negative Energie, jeder kommt und lacht mit Rocky. Viel, viel besser so, glaub mir. Mal so, Irfan und so, ich hole auch jetzt ernsthafte Themen rein, weißt du, mit Irfan habe ich momentan Bock, dass ich, weil er nur dumm redet und über Islam redet, sowas kann man noch ein bisschen Ding machen, aber so Zeitverschwendung mit Kimo und so. Assalamu alaikum, ey, auf jeden Fall, ich würde gegen Kimo Maida kämpfen, wenn er möchte, ich bin sein Gegner, wenn ein Mann ist, kommt er. Der Engelsgesicht, Wallah, reicht langsam. Ey, Bro, hör auf mit der. Ich hab schon geregelt mit Harun, wir kämpfen sportlich. Ich würde seine Mutter nicht reinmischen. Ich und Engel werden in den Ring gehen, Khalas, alles gut. Ist schon geregelt. Also, King Omerad, er braucht unbedingt einen Gegner, er kann gerne gegen mich kommen, also ich stehe bereit für ihn. Ja, ist aber sowas, Bruder, sowas würde Hamid niemals nehmen. Wer würde einen Kampf anschauen, wo für King Omerad interessieren? Der Typ ist ein Pfandflaschensammler, kein Witz. Der Typ ist mit Pfand. Werden nicht eingeladen, Mann. Hä? Viele, die kämpfen, werden nicht eingeladen. Hamid und Arafat gucken doch, wem die schon einladen. Natürlich. Obwohl, ich kämpfe jetzt sogar bald bei Defend in 3 Wochen. Ich mache mir einen Wecker. Ja, ich mir auch, Bruder. Sag Bescheid, ja? Wallah, Momo, ich liebe dich, bei Allah. Hey, ich gehe raus, okay, ich habe 5% später. Ciao.